Moin moin ihr Schnittchen und herzlich willkommen zu dieser kompakten Parkvorstellung. Heute entführe ich euch nach Brandenburg in die wohl bekanntesten Tropen Deutschlands. Tropical Islands. Tropical Islands wurde am 19. Dezember 2004 eröffnet und befindet sich in der Cargo Lifter Luftschiffhalle, der größten freitragenden Halle der Welt. Hier sollte ursprünglich das Transportluftschiff Cargo Lifter CL-160 entwickelt, gebaut und betrieben werden. Der Versuch scheiterte und so wurde die Halle an den malaysischen Tan Yong-Konzern verkauft. Die Idee war, eine Freizeitanlage mit tropischem Flair zu installieren. Mittlerweile hat der Komplex eine Fläche von über 100.000 Quadratmetern und begrüßt ca. 1,3 Millionen Besucher pro Jahr, Stand 2019. 2019 wurde die Anlage außerdem an die Gruppe Parques Reunidos verkauft und gehört somit zur selben wie der Moviepark Germany, Belantis oder das Bobbeerland. Tropical Islands besteht im Grunde aus vielen verschiedenen Bereichen und bietet für jeden etwas. Auf der einen Seite habt ihr eine riesige Saunalandschaft, dann einen großen Kinderbereich, eine gebührenpflichtige Minigolfanlage, einen großen Food Court oder auch den größten Indoor-Regenwald der Welt, inklusive verschiedener Tiere. Ihr habt außerdem die Möglichkeit, gegen Aufpreis in einem Heißluftballon gesichert durch die Halle zu schweben. Nicht vergessen darf man natürlich die unzähligen Übernachtungsmöglichkeiten in Tipis, Lodges, Zimmern, Ferienhäusern oder bald in einem Hotel. Mehrtägige Urlaube und Aufenthalte sind also absolut kein Problem. Beckentechnisch gibt es in der großen Halle zwei Stück. Zum einen wäre da die Lagune, die verschiedene Wasserfälle, einen Strömungskanal oder zwei kleine Rutschen bietet. Auf der anderen Seite ist da die Südsee, ein 140 Meter langer Pool mit Sandstrand und sehr vielen Liegen, mehr aber auch irgendwie nicht. Highlight für mich und für Rutschenfreunde ist auf jeden Fall der große Rutschenturm, der aktuell 5 verschiedene Rutschen bietet. Eine Breitwellenrutsche, eine normale Bodyslide, die auch ordentlich intensiv werden kann, sowie eine Reifenrutsche von Wiegand. Der neueste Zugang und in diesem Jahr eröffnet ist der Double Racer, die längste Racing-Rutsche der Welt. Auf 21 Metern Höhe starten die beiden Rutschen mit jeweils 213 Metern Länge. Gebaut wurden die beiden Röhren von Water Games & More und bieten verschiedene Elemente wie enge Kreisel, Segmente, wo ihr euren Kontrahenten sehen könnt oder auch optische Spielereien. Alle Rutschen machen richtig viel Spaß, wobei ihr beim Double Racer natürlich die längste Rutschzeit habt und euch mit euren Freunden duellieren könnt. Da geht man gerne mehrfach die vielen Treppen nach oben. 2016 wurde die Anlage um einen großen Außenbereich erweitert, Amazonia. Neben ein paar Becken inklusive Sprudelliegen etc. gibt es hier als Highlight den Whitewater River. Hierbei handelt es sich um den mit 250 Metern längsten Wildwasserkanal Deutschlands. An zwei Stellen könnt ihr euch zwischen mehreren Wegen entscheiden, so rutscht man hier auch gerne nochmal. Die Abwechslung von rasanten und ruhigen Abschnitten, die verschiedenen Wege, das macht schon richtig viel Spaß. Mhm. 2018 kam der Wasserspielplatz Jungle Splash dazu. Mit einer Größe von 658 Quadratmetern bietet das Gebilde zig Wasserdüsen, Wasserfälle, einen großen Kippeimer und insgesamt 8 verschiedene Rutschen. Für Kinder perfekt geeignet, zumal die Rutschenauswahl viel Abwechslung bietet. Lediglich die Verfugung der Rutschen ist nicht mehr so die angenehmste. Insgesamt hatte ich mir etwas mehr vom Tropical Islands erhofft. Rutschentechnisch ist man schon mal gut aufgestellt, keine Frage, und auch gestaltungsmäßig ist sehr, sehr schön. Nur die Becken laden nicht direkt zum Entspannen ein, da hätte ich mir irgendwie mehr Vielfalt gewünscht. War schön mal dort gewesen zu sein, ohne große Rutschenneuheiten muss ich persönlich so schnell jedoch nicht wieder hin. Aber das ist ja Geschmackssache. Saunafans zum Beispiel dürfen aber mehr auf ihre Kosten kommen. Da wird wirklich einiges geboten.
Und als Tipp zum Ende, ein einmaliger Eintritt mit Einschränkung beim Besuchstag ist in den zwei teureren Jahreskarten vom Moviepark oder Belantis enthalten. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß in den Freizeitparks und Wasserparks dieser Welt. Bis dann!